Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Code Vein und ich habe hoffentlich die Ahnung, wie es weitergeht. Wir haben ja letztes Mal hier, das erste Mal hier in dem Abteil, wo wir jetzt sind, die Karte aufgedeckt. Das ist hier in der Nähe, wo die beiden Türen auch sind, ne? Und hier ist tatsächlich noch eine offene Stelle im Zaun, wo man runter kann und ich glaube tatsächlich, da unten war ich noch nicht. Good work finding Und this. ja. Ja, das sieht richtig aus. Ich wollte weiter ausführen, dass wenn das nicht der richtige Weg wäre, dann hätte ich keine Ahnung, weil ich habe alles andere abgesucht und ja. Warum sind hier zwei Schalter? Also der We ist für haven't die been through Tür. here, have we? Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Wofür ist der Schalter? Der bringt die Leiter nach unten. That should have made the ladder descend. Okay. Man muss sich jetzt wieder nach da hinten zu diesem hohen Turm. Es ist leider so, dass die ganzen Gegner jetzt wieder da sind, weil die habe ich resettet. Weil ich habe, nachdem ich den letzten Part beendet bin, habe, musste ich ja speichern. Und das kannst du halt nur beim Mistel. Aber ich gehe jetzt erstmal hier weiter, bevor ich da zur Leiter zurückgehe. Man kann hier weiter nach unten. Aber ich glaube, da war ich schon. Kann man hier weiter noch? Ne, da war ich eben gerade. Kurzfristgedächtnis. Tut mir leid, Leute. Aber hier war ich safe noch nicht. Von beiden Seiten sogar. Die raffinierten Viecher. Weiterer Verlustsplitter. Hier komme ich nach unten. Machen wir mal. Das ist hier. Ja, und die andere Seite, da war ich, glaube ich, auch safe. Okay. Du kommst schneller zur Leiter wieder hin. Du musst nicht durchs komplette Gebiet durch. Also das Level-Design ist gut. Das ist verdammt gut. Die Leiter ist unten. Ich bin eigentlich gerollt, aber okay. Ah, ich kann mich heilen. Ich heile mich nicht voll auf, das ist kein Problem. So, wo ist der andere? Da. Den machen wir auch mal weg. Ah, schade. Ich mache, glaube ich, allgemein den Fehler, dass ich, wenn ich ausweiche, zu schnell wieder draufhauen möchte. Ich sollte einfach immer die komplette An. Wenn ich wegrolle, erstmal mich vom Gegner entfernen, gucken, was er macht. Und wenn er sich ruhig verhält, dann zwei, dreimal draufhauen und nicht dieses Aggro-Verhalten an den Tag legen. Okay. Aber jetzt kommen wir tatsächlich weiter. Nachdem ich letzte Folge ja ziemlich umhergeirrt bin. Aber das ist auch gemein mit diesen Löchern im Zaun, ne? Das muss man auch zugeben. Okay. Hier ist ein Mist. Was ist das denn? Für ein interessanter Raum. Erstmal investieren wir etwas. Stufenaufstieg. Zwei Stufen bekommen wir. Das bringt doch einiges. Also mittlerweile bringt die Skalierung richtig was, ne? Obwohl, wir haben Geschick nur. Und gar nicht Stärke. Ich muss mal irgendwas Geiles finden, was als Ausrüstung taugt, was Stärke skaliert. Am besten wäre das hier. C plus habe ich irgendwo da gesehen, ne? Obwohl, wenn ich die aufwerte. Ah, ne, die ist schon plus 3. Und meine jetzige ist plus 5.
Ne, die kommt nicht daran. Oder? Die lässt mich halt nicht meine Axt mehr führen. Jedenfalls nicht normal schnell. Das Ding würde mich die Axt führen, in normaler Geschwindigkeit führen lassen. Allerdings 176 schlechter. Ja, ich gucke mir das mal. Ne, der ist schon auf plus 3. Ne, ich bleib, wobei ich bin. Ja, das sieht für mich nach einem Tor aus. Ob ich da rein kann, ist bloß die Frage. Ja, okay. Das war fast offensichtlich. Das sieht mir nach Endareal aus. Und wir haben gerade mal 50%. What the hell? Also einiges wartet noch auf uns. Okay, hier schon wieder. Okay, da kann man runter. Ich nehme an, dass das Tor da nicht aufgeht. Auch wenn er da so als Wache vorsteht. Du Sackgesicht. Das war ein mieser Trick. Kann ich die Tür öffnen? Nope. Das ist nachher Shortcut, hundertprozentig. Okay, wir gehen runter. Wird ein bisschen linearer, das gefällt mir. Nicht so viele Optionen mir geben, sonst verliere ich mich schon wieder. Apropos, ich heile mich mal lieber. Nicht, dass irgendein böser Bube kommt und mich kaputt haut. Oh, ich hab es gerade gesagt und dann gibt mir das Spiel drei Möglichkeiten, mich fortzubewegen. Links, rechts, nach oben. Blutperlenbonbon, das ist ein Geschenk und hier kann ich mich fallen lassen. Soll ich das machen? Mach ich mal. This place looks promising. Ich weiß nicht, wo ich hier wirklich hinkomme. Da geht's nicht weiter. Wollte ich schon gerade sagen. Weh, das ist eine Sackgasse. Okay, wo bin ich jetzt hier? Das ist immer woanders, wo ich vorher war. Oh, fuck. Jetzt mal schön ins Leere hauen. Mit was skaliert eigentlich meine Waffe? Mit B und E. Ich habe irgendwie den Eindruck, die Rüstung ist egal, ob da Werteskalierung Stärke bei ist, oder? Ich kann das mir gerade mal angucken. Also, hier ist eine Stärke-Skalierung von C. Wenn ich den jetzt trage, dann müsste ja ich mehr Schaden machen. Ich habe 727 jetzt. Und wenn ich das trage, auch 727. Das hat, glaube ich, auf die Waffe kein Ausmaß. Es liegt einfach immer nur, ob ich Schaden mache oder nicht, auf die Waffe selber. Die Rüstung, ich weiß nicht, was das mit der Werteskalierung genau auf sich hat, aber ja, bei A habe ich halt nichts. Vielleicht hat das was mit dem Entzugsangriff zu tun und mit den Schadenswerten der Talente. Ich weiß es nicht. Wanna head up? Aber anscheinend wird meine Axt nicht stärker, wenn ich eine andere Skalierung bei der Rüstung habe. Okay, hier ist ein Schalter. Und bist du tot? Ja. Ist das eine Karte? Ja. Die Schalter macht bestimmt das Tor da bei dem Mistel auf. What?
Achso, das war der andere Weg hier. Bam! Lass mich raten, das war bei der Treppe, wo ich eben hochgegangen bin, ne? Bin von unten gekommen. Genau. Okay. Und, achso, der Schalter hat die Tür aufgemacht. Wie viel habe ich jetzt überhaupt aufgedeckt? 6%, ja. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir hier fertig sind, Leute. Königinstahl, sehr schön. Es geht hier aber auch weiter, ne? Ach, und der öffnet die Tür? Das ist ja immer interessant. Nein, das ist völlig woanders. Was bewacht ihr denn hier? Also es ist, glaube ich, ganz gut, den Weg, den ich hier genommen habe. Weil die haben hier den Schalter bewacht. Oh, die hätten auf mich geschossen da unten. Die Schweine. Okay, jetzt öffnen wir die Tür. Aber da komme ich, glaube ich, noch gar nicht hin. Oder? Ja, die Kartenanzeige ist ein bisschen dämlich gerade, weil das da oben irgendwie abgeschnitten ist. Aber gut. Ah, so. Okay. Okay, okay, okay. Das ist der andere Weg. Alles klar. Dann haben wir das abgecheckt. Dann können wir hier wieder zurückgehen. Dann müsste hier jetzt ja die Tür offen sein. What? Ich glaube, ich bin ein bisschen lost gerade. Weil hier geht es irgendwie nicht weiter. Ich bin von oben runtergesprungen. Kann das sein? Ja, und jetzt? Wie komme ich wieder zurück? Gibt es hier irgendwo Löcher im Zaun? Ja, aber da unten kann ich da hin. Ah, hier kann man hin. Und das ist die Tür, die ich geöffnet habe. Und hier ist der Mistel, ne? Ja, okay. Jetzt, I got it. Nächste Tür. Anyway, let's press on. Da kann ich runter. Da denke ich nicht, weil das zu tief ist. Da wartet schon irgendein Schlaumeier auf mich. Genauso wie hier. Das sind zwei. Ich gehe erstmal den normalen Weg hier weiter, bevor ich mich droppen lasse. Da ist schon die nächste Tür. Oh, der kommt schon so zielgerichtet auf mich zu. Perfekt. Oh, da ist eine Karte. Und eine Kiste. That's quite valuable. Let's use it well. Was wollt ihr denn? Euch habe ich hier in dem Gebiet noch gar nicht gesehen. Aber ich kenne die aus den einen dunklen Tiefen. Wo ist der andere? Ist der down? Okay. Nächste Tür. Die wahrscheinlich nicht aufgeht. Also, das ist wahrscheinlich zu tief. Und das ist auch zu tief. Da kann man sich wahrscheinlich runterfallen lassen. Okay, es gibt wieder jetzt reichlich Punkte, wo ich mich runterfallen lassen kann. Da ist noch ein Item. Und da warten noch Viecher auf mich. Ich hab dich gesehen, komm raus. Alter, vier Stück. Ah, scheiße, ich hab ein bisschen Heilung verschwendet. So, was habt ihr hier bewacht?
Vivifikator, okay. Hemdpatrone. Warum habe ich am Anfang der Folge gesagt, es wird linearer? Ich habe jetzt viel, viel, viel zu viele Möglichkeiten, wo ich lang gehen kann. Ja, es war klar, dass ich den nicht treffe. Okay. You've exceeded my expectations. Jetzt erzähl mir nicht, dass es irgendwie eine Sackgasse, wo ich nicht weiterkomme. Ne, ich kann noch eine Ebene tiefer. Oder? Ja. Hätte ich vielleicht rollen sollen? Okay, da ist eine Leiter. Die brauche ich auch. Sonst geht's nicht weiter. Das zink ich auch, Louis. Aber wo führt die mich hin? Ah, zu der Tür. Okay. Dann finde ich die Tür immer ziemlich sinnlos, weil die kein Shortcut oder nichts dergleichen ist. Aber okay. Okay, dann haben wir den Weg abgearbeitet. Hier konnte man sich, glaube ich, noch... nein, da war ich eben. Da muss ich jetzt irgendwie hin. Komme ich von hier aus hin, ne? Da habe ich... ja, von hier aus. Da stand eben irgendwo einer rum. Der steht genau unter der Brücke. Na komm. Louis, packst du den alleine? Ja, ne? Gut. Sonst hätte ich mich dazu gesellt, aber du hast hier anscheinend keine Probleme. Okay, hier kann ich mich wieder fallen lassen. Was haben wir hier? Ah, scheiße, den habe ich gar nicht registriert. Did you pick up something we can use? Ja. Hier kann ich aber mich auch fallen lassen. Vielleicht ist das irgendwie eine Verbindung zu da, wo du dich am Anfang fallen lassen kannst. Hier ist Sackgasse auf jeden Fall. Okay. Ich habe zwei Punkte, wo ich mich fallen lassen kann. Ich mache das erstmal da hinten. Ich denke, es ist eine Verbindung. Da komme ich mit einer Leiter wieder nach oben außerdem. Ja, vom Wegen eine Verbindung. Ich bin... quasi da, wo ich schon war. Deswegen ist hier auch die Leiter. Von da... nee, gar nicht wahr. Oder? Doch, da. Von da ist man gekommen. Okay. Okay. Halb so wild, dann checken wir den anderen Weg. Dann checke ich den anderen Weg. Dann haben wir auch eigentlich hier alle Wege abgearbeitet. Hier vorne waren ja keine, ne? Das ist ja der gleiche, wo ich mich eigentlich fallen lassen kann, ne? Und hier gab es ja dann nichts weiter. Nee, okay. Kann ich mich hier runterfallen lassen. So. Genau, da sind wir eben gewesen und dann kann ich hier runter. Okay. Ich muss wahrscheinlich irgendwie einen Schalter finden, der das Tor aufmacht. Der könnte vielleicht hier oben sein. Oder auch nicht. Aha. Oh, jetzt gehe ich doch von der Tür weg. Sollte der Schalter nicht irgendwie in der Nähe sein? Wenn dann überhaupt, war bisher auf jeden Fall immer so der Fall.
Ach, mein klopsiger Freund. So, geh mir aus dem Weg. Lebt er noch? Nein. Okay, das ist schon sehr... Ja, da kannst du dich fallen lassen. Ich gehe ja mal erstmal hier in den Turm rein. Weil, wenn ich mich fallen lasse, habe ich keine Ahnung, ob ich wieder zurückkomme. Okay. Shortcut, ne? Okay, erstmal, wo ist das? Aha, das ist der Shortcut. Finally opened up. Wo bin ich hier? Aha. Okay. Da ich fest davon ausgehe, dass es da hinten weitergeht... genau, da war ich. Sorry, I'm on my way. Weil man konnte hier runter. Wir haben ja einen Shortcut. Zack. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich genau... Genau, hier ist diese eine fucking Tür, die ich wahrscheinlich nicht aufbekomme. Da geht's wahrscheinlich zum Endboss. Und dann kann man hier runter. Und da hinten haben wir jetzt einen Shortcut gemacht, deswegen machen wir erstmal das hier. Ich glaube, hier war ich schon mal, ne? Kann das sein? Ich glaube, hier war ich schon mal. Ja, hier ist die Leiter und so, ne? Okay. Dann müsste hier Fettklops sein. Ah, ne, hier waren die Schützen. Okay. I got it. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder zurückfinden. Ich konnte mich irgendwie fallen lassen. Glaube ich jedenfalls. Leute, das kann noch... Ah ja, genau, hier beim Schalter. Okay. Dann können wir straight durch. An der Miste setze ich mich mal noch nicht hin. Ich habe noch 4 Heilungseinheiten. Ist das eine Falle oder bist du alleine? Du siehst so aus, als ob... Ah, ich wusste es. Luis, wir sollten uns absprechen, wer wen macht. War jetzt nicht nötig, aber okay. Hey Luis, was hast du in der Zeit getrieben? Der ist ja noch fast voll. So. Lebt er noch? Nein. Okay, Schalter. Für die Tür da hinten nehme ich an. Was? Der macht gar nichts. Ich bin überfragt, Leute. It won't open. Ja, das habe ich gemerkt. Hä? Wofür ist der Schalter da?
Wofür ist der Schalter? Und der? Ja, das ist der Shortcut. Ach, und nicht schon wieder, Leute. Darf ich wieder nach den richtigen Weg suchen? Also diese Tür geht hier auf. Zack. Dann ist hier ein Schalter, den ich betätigt habe. Da ist eine Leiter. Die muss runterfahren, logischerweise. Aber das tut sie nicht. Wo hat sich hier was ergeben? Oh, die Kartenansicht ist Dreck. Das ist zu klein und... Das ist nicht gut, finde ich. Das hätte man besser lösen können. Ja, das ist mein Shortcut. Der ist irrelevant. Da komme ich dahin. Also, ich muss irgendwie, denke ich, dahin kommen. Hier. Da ist ein Kartenfragment. Frage ist, wie komme ich dahin? Ich würde sagen, da irgendwie. Und da war ich schon mal. Vielleicht ist da irgendwie jetzt eine Leiter runtergefahren und... Keine Ahnung. Ich guck mir das mal an. Du musst da ja irgendwie hinkommen. Genau, hier oben auf den Turm. Leute, habe ich mich da schon runterfallen lassen? Ich glaube nicht, ne? Beziehungsweise hier? Auch nicht. Ja, hier ist Luft. Und hier kommt man wieder darunter. Dann bist du ziemlich unten, ne? Kannst hier wieder runter. It won't take long. Ja, ja, okay. Hier war ich. Okay, wir haben zwei Punkte, die wir abchecken können. Bei den einen Turm da kann man sich fallen lassen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich das schon getan habe. Und da ist oben im Geländer wieder ein Loch im Zaun. Das hier. Nee, das war's nicht. Dann war es das hier. Ja, genau. Ich lasse mich erstmal hier fallen, weil ich nicht weiß, ob ich das schon gemacht habe. Leiter. Nach oben. Wo führt mich das hin? Zur nächsten Leiter. Hier ist ein Schalter. Lass mich raten, der lässt die Leiter runterfahren oder macht das Tor auf? Macht das Tor auf und durch die Leiter komme ich runter. Gut. Alles klar. Dann haben wir hier noch eine Leiter, die nach oben führt, die ein bisschen suspekt ist. Das gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo hier und bis zum nächsten Mal. Ciao!